Glaubst du an Monogamie? Achtung! Es ist ein enges Nest, gell? Ja, es ist ein enges Nest. Absichtlich. Die Leute sehen gar nicht, was wir hier machen. Nein, ich krieg so die Hände an dich. Ach, hey. Ach, Johnny, du bist dich eigentlich gewöhnt, neben mir Michi zu liegen. Also, ja, das ist richtig. Dein ja. Partner heisst auch Michi. Ja, ja, das ist richtig. Wenn wir jetzt so nebeneinander liegen. Was ist so der grösste Unterschied zwischen Michi und Michi? Ah, es kommen mir so viele grusige Sachen in den Sinn, das ist aber. Nein. Ja, sexy. Nicht so viel. Mein Mann schwätzt auch zu Nacht und du jetzt auch. Dein Mann schwätzt zu Nacht, yeah. Also im Schlaf? Ja, er lacht viel zu Nacht. Er lacht? Ja, ich habe das noch nie. Also wegen dir, wie du schläfst? Nein. Schläfst du auch so lustig? Er du bist auch im Schlaf einfach ein unglaublich komisch. Nein, glaube ich aber weniger, ja. Aber wie bist denn du beim Schlafen? Bist du so ganz sagen wir, still am Licken oder eher expansiv? Wie soll ich jetzt sagen? Ich glaube, in diesem Punkt bin ich eher der Mann in der Beziehung. Ich bin nämlich links aus an der Kante, die Lingard. Und die arschkalten Füße von meinem Mann sind irgendwie an meinen Bettchen. Was machst du, wenn du jetzt nicht einschlafen kannst? Was machst du denn? Also ich habe einen guten Schlaf, muss ich sagen. Also du liegst her und bist weg? Ja. Fast immer, ja. Und dein Mann? Der schläft mega gut. Also auch? Also, ihr liegt da oben her und zack. Also, was ist jetzt die Frage genau? Die Frage ist mehr... Glaubst du an Monogamie? Ja, das... Also, willst du das wirklich wissen, gell? Ja, einfach so grundsätzlich. Ja, das ist schon mal die Idee, ja. Aber ich weiß auch nicht, ob das möglich ist. Aber also, wir diskutieren so etwas natürlich. Ich denke, früher haben wir das weniger diskutiert und gelebt. Und wir versuchen zu diskutieren. Das finde ich schön. Ja, das ist wirklich. Also, es ist nicht immer schön, ja. Ja, aber es ist wichtig, dass man darüber redet. Also, ja, es wäre das Schlimmste, wenn man nicht darüber reden würde. Ja. Gibt es jemanden, den findest, würdest du gerne mal mit ihm ins Bett? Ja, das sind viele. Also, aber das kann man ja einfach. Also, weißt du, das träumt man doch einfach, oder? Muss man nicht mitmachen. Der Traum ist manchmal vielleicht besser. Aber wenn du nochmal jetzt könntest zurückgehen in deinem Leben, könntest du so zurückdrehen, an welchen Ort würdest du gehen? Was würdest du anders machen? Gibt es das? Also, die meisten Fehler, die ich gemacht habe, die hat es gebraucht. Ich habe sehr viele Fehler gemacht. Es hat alle gebraucht, dass ich jetzt bin, wo ich bin. Ich denke aber, ich würde mich, ich weiß es selber nicht, aber ich würde mich früher outen. Ich habe so lange gewartet und das scheiß Doppelleben am Führen. Ich bin so gut angekommen bei den Frauen und bin benitten worden von meinen Freunden und bin sehr einsam gewesen, weil alle Männer, die auf Männern stehen, gar nicht gewusst haben, dass ich auf Männern stehe. Das ist ein bisschen scheissige Zeit. Das würde ich früher machen. Alles andere ist, glaube ich, sind die Fehler wichtig gewesen. Also mit dir hat man es eigentlich fast immer gut. Ich glaube, kein Mensch, den ich irgendwie jetzt würde kennen, der findet, so, oh Mann, der Johnny, der ist mühsam. Ja, das ist echt ein schönes Lob, aber ich kenne zwei, drei. Was dir auch sagen? Ja, es gibt tatsächlich zwei, drei, die mir das sagen. Und von anderen hat man es gehört. Ja. Die, die mir es sagen, die habe ich eigentlich keinen gern. Weil es wirklich Eier braucht, jemandem zu sagen, ey, es tut mir leid, ich komme lieber nicht vorbei, weil du gehst mir auf den Geist. Dann denke ich, leck. Ja, ich hätte nicht so viele Eier, um so ehrlich zu sein. Wie ist es bei dir und dem Manu? Seht ihr euch in der Freizeit? Nicht mehr so. Wir verbringen mehr Zeit miteinander, wenn wir auf Tour sind, als der Manu mit seiner Familie und ich mit meinem Mann. Ich habe in dieser Woche zum Beispiel jetzt vorher noch 10 Minuten mit meinem Mann gesehen. Das sind die einzigen 10 Minuten diese Woche. Oh, krass. Und jetzt bist du hier mit einem anderen, Mich. Ist das für mit einem okay? anderen im Bett, ja. Ja, ja. Du. Weiss er das? Ich würde es dann sagen, gell? Aber ist im Nachhinein. Ja. Ja, ich habe es nicht gewusst. Sorry, es ist jetzt passiert. Ja. Und wegen dem ist es so, dass wir die Freizeit nachher, also der Mann und ich, jetzt einzeln verbringen. Weil wenn wir diese Zeit dann auch noch zusammen gehen, Tennis spielen oder das Gefühl haben, wir müssen ein Wochenende irgendwo wandern oder so, ist, glaube ich, komisch. Also ich muss sagen, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, dass wir oft auch
unterschiedlich wahrgenommen werden, dass wir natürlich sind. Der Manu ist nicht so ein ADHS-Kind, wie er auf der Bühne tut. Das ist im normalen Leben ein zurückhaltender Familienpapi. Er macht das nur, wenn er Geld bekommt. Wohnt, ja, das ist richtig. Von Eltern nämlich und so. Und auch. Und ich bin eigentlich sehr gerne, ich gehe gerne in wandern, ich gehe gerne auf einen Alp helfen oder irgend sonst. Ich habe einfach gemerkt, in der Schweiz ist es für mich schwierig, am Wochenende in die Schweiz wegzugehen, weil das ist ja schön, aber weil immer irgendjemand etwas von mir will oder wenigstens ein Fötterli oder denkt, bist das ein aufgestellter Sieg. Oder wir haben schon Mittagessen gehabt, hier im Blosenberg oben, wo ich einfach das halbe Mittagessen Fötterli gemacht an der Kante vorne und mein Mann allein gegessen, ich komme zurück und das Essen ist kalt. Und wegen dem gehe ich viel übers Wochenende weg. Und der Mann muss das nicht, weil er hat Familie. Und das ist ein bisschen ein Schutz, wenn du mit drei Kindern kommst und eins ist am Bäcken und das andere säckert davon. So. Denken alle Leute, den armen Vater dürfen wir nicht stören. Auf wer könntest du weniger verzichten? Auf deinen Mann, den Michi, oder auf den Manu? Ja, das ist eine fiese Frage. Es sind beide natürlich mega wichtig, aber es ist klar, dass der Manu ist für mich ein Freund und Geschäftspartner und der Michi ist mein Mann. Also erübrigt sich die Frage eigentlich. Sorry, dass ich sie gestellt habe. Ja, schön. Ich bin froh, dass ich nicht reingehe. Es war mega schön mit dir im Bett, lieber Johnny. Ein grosser Applaus für Johnny Fischer. Ich bin wirklich schön mit dir.